Ein spannender Tag für alle Filmer. Panasonic hat die S1H angekündigt, nachdem sie im Juni ja bereits die Entwicklung angekündigt haben. Was kann sie und was sind die Unterschiede zu der S1, zu der ich ja bereits einen ausführlichen Praxistest gemacht habe? Darüber reden wir heute. Moin, hier Stefan von Fotohaus TV. Die S1H hatte ich leider noch nicht in der Hand, nur die S1 bis jetzt. Ich sage euch trotzdem alles, was ich über die Kamera weiß, und das ist schon einiges. Also zuerst ein kleiner Überblick über die ganzen Features. Also es ist ein 24-Megapixel-Sensor, genauso wie bei der S1, aber jetzt mit Tiefpassfilter. Sprich, etwas weicher in der Fotowiedergabe, aber weniger moiré-empfindlich für Video. Und es ist ja in erster Linie eine Kamera für Video. Das Gehäuse ist nochmal etwas größer, weil eine Lüftung dazu gekommen ist zum Kühlen, gerade für die ganzen Video-Features. Sie hat eine neue Art Klappdisplay bekommen, was jetzt auch nach vorne geht. Das Statusdisplay ist größer. Sie ist spritzwassergeschützt, aber nicht ganz so aufgrund der Lüftung wie die S1 oder S1R. Dual Native ISO ist dazu gekommen und soweit ich weiß, ist es die einzige Vollformatkamera derzeit, die das hat. Sie hat zwei SD-Karten-Slots, sprich XQD nicht mehr, nicht wie bei der S1. 6K in 24p, in 30p. Ihr könnt die vollen 24 Megapixel für Video nutzen und das ist einmalig. Mit der S1 zusammen ist es die einzige Fullframe, die 4K in 10-Bit, 422 intern aufnehmen kann, ohne Zeitbegrenzung. Zusätzlich kriegt ihr auch noch 4K, 50p, 60p, ja leider weiterhin nur im Crop. Was kostet das Ganze? 3.999 und kommt ab September. Und jetzt gehen wir ins Detail. Fangen wir an mit dem Gehäuse. Also der Einschalter ist zum einen genau dahin gekommen, wo er aus meiner Sicht hingehört, nämlich vor dem Auslöser. Das ist was ich so ein bisschen bei der S1 bemängelt habe, dass man den nicht so leicht erreicht hat. Also das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Dann der Aufnahmeknopf, natürlich auch wichtig. Da hat sie einen schönen großen roten Knopf oben auf der Kamera, dann noch einen weiteren vorne. Und ihr könnt aber auch den Auslöseknopf benutzen, also viele Möglichkeiten, das Video zu starten und zu stoppen. So, wenn ihr mal vergessen habt, das Video zu starten und ihr denkt vielleicht, ihr filmt die ganze Zeit, toll ist, es gibt ein Telly-Light, sowohl vorne an der Kamera als auch hinten. Das heißt, ihr seht, nimmt die Kamera gerade auf. Oder wenn die Speicherkarte voll ist, nimmt sie natürlich nicht mehr voll auf oder ist der Akku leer und so weiter. Ihr habt halt wirklich eine gute Kontrolle. Apropos Kontrolle, das Display ist neu, es ist anders als bei der S1, nicht nur nach oben und nach unten und in die falsche Richtung, in Anführungsstrichen zur Seite klappbar, sondern ihr könnt es wirklich komplett nach vorne klappen. Aber anders als bei der GH5 oder GH5S entspricht, ist es eine neue Art von flexiblen Display. Ihr klappt es nach hinten und klappt es so nach vorne, ohne dass es ins Gehege kommt mit den Kabeln und auch keine Störungen entsprechend gibt, wenn ihr entsprechend einen HDMI-Recorder zum Beispiel anschließt oder ein Mikrofon oder ein Kopfhörer und so weiter. Sehr schön gelöst, schönes Display. Nebenbei, das Display ist auch noch heller, 50% heller haben sie angegeben. Dann gibt es auch so ein paar Kleinigkeiten, die toll sind. Also neben dem Stativgewinde gibt es ein Loch. Und ihr kennt das sicherlich von den Stativplatten, die haben oft immer noch so einen Pin, damit die Kamera sich nicht verdrehen kann, gerade wenn ihr schwere Sachen dran habt. Das ist natürlich super, also das hat die Kamera entsprechend und sie verdreht sich nicht mehr so leicht. Ganz neu, vor allem im Consumer-Bereich, sie hat eine eingebaute Lüftung. Also als im Professional-Bereich, da kennt man das, dass einige Geräte eine Lüftung entsprechend haben, im Consumer-Bereich eher nicht. Die Geschwindigkeit ist variabel, je nachdem, wie viel Kühlung die Kamera braucht. Das heißt aber auch, dass die Lautstärke von der Lüftung variabel ist. Sprich, ein eingebautes Mikrofon sollte die eigentlich gar nicht verwenden. Und ich sage mal, losgelöst von der Kamera, entweder direkt auf der Kamera. Und da muss man dann aber sagen, gut, wenn ihr jetzt in leiser Umgebung und in 6K zum Beispiel filmt und die Lüftung entsprechend hochgeht, da würde ich es vielleicht auch nicht auf der Kamera draufsetzen, sondern dann auch noch wirklich loslösen, ein bisschen weiter wegbringen von der Kamera. Der Stabilisator gleicht bis 6 EV-Stufen aus, beziehungsweise wenn ihr ein Objektiv verwendet, was einen Stabilisator eingebaut hat, dann sogar bis 6,5 EV-Stufen. Von den Daten her ist es das gleiche wie bei der S1, macht aber nichts, weil es ist der beste Stabilisator im Vollformatbereich. Reden wir über den Autofokus, wobei es da eigentlich nicht so viel zu sagen gibt, weil, wie es aussieht, ist es der gleiche Autofokus wie auch bei der S1. Sprich, bei 4K oder 6K, also wenn ihr den Fullframe-Bereich entsprechend nutzt, dann ist der Autofokus, der Nachführautofokus, eher langsam.
im Full-HD-Bereich oder 4K im Crop. Das ist so ein Workaround entsprechend, um schnelleres Tracking im Autofokus zu bekommen. Ich habe einen ausführlichen Test, Autofokus-Test gemacht bei der S1. Guckt euch gerne mein Video dazu an. Verlinke ich, wenn ihr auf das i klickt, beziehungsweise im Abspann. Insgesamt ansonsten, ich sage jetzt mal, wenn es um die Bedienung geht, das Menü, der Stabilisator, habe ich alles im Praxistest zu der S1. Auch ich habe auch ein Vergleichsvideo nochmal gemacht zu der Sony Alpha 7 III. Alles das könnt ihr auch entsprechend sehen, wenn ihr auf das i klickt. Das ist identisch zu der S1. Neu sind im Menü so Sachen dazugekommen, die Video-Features habt ihr eigentlich, wie zum Beispiel Waveform oder Vectorscope oder sowas, was natürlich bei einer schönen, guten Videokamera nicht fehlen darf. Also das ist natürlich super. Let's talk about Video. Soweit ich weiß, ist die einzige Full-Frame-Kamera, die, den vollen Sensor, die 24 Megapixel für Video auslesen kann. Das sind 6000 x 4000 Pixel. 6000 Pixel in der Breite, sprich wir reden von 6K und das bei 24 Bildern die Sekunde. Das Seitenverhältnis vom Sensor ist 3:2, sprich ihr habt auch ein Video in 3:2. Normalerweise filmt man natürlich in 16:9, aber der Vorteil von 3:2 ist halt, ihr könnt nachträglich euer 16:9 Format croppen oder 17:9. Ihr könnt auch einen Stabilisator rüberlaufen lassen, um das Bild nochmal stabiler zu machen, wenn ihr handgehalten filmt zum Beispiel. Ne? Wenn ihr 24p nicht wollt, sondern ihr wollt 30p, das geht auch, also 6K in 30p, das geht dann allerdings nur in 16:9, sprich da croppt die Kamera von alleine etwas rein. Ansonsten die anderen Formate, also sprich 4K oder Cinema 4K. Cinema 4K ist ja nochmal etwas höher auflösend als 4K und 17:9 Format statt 16:9. Das könnt ihr entsprechend einstellen. Wenn ihr 50p, 60p haben wollt in 4K, das geht auch, wie bei der S1, aber leider im Crop. Neu dazu gekommen ist 48p. Und 48p ist dann interessant, wenn ihr normalerweise 24p filmen wollt und zusätzlich Slow Motion vielleicht einbauen wollt. Das ist natürlich ganz schön. Das geht natürlich mit 48p deutlich besser, als dass man 24p mit 50p Material mischt. Ansonsten alle Auflösungen könnt ihr in 10-Bit intern, also wenn es um die Farbtiefe entsprechend geht, intern aufzeichnen. Wahlweise in HDR bzw. HLG. Fast alles auch in 4:2:2 intern, außer bei 6K, da ist es 4:2:0. Den Dynamikbereich hat Panasonic angegeben mit 14 EV-Stufen plus. Das ist letztendlich das gleiche wie bei der S1, das ist gut. Vlog gibt es genauso bei der S1, zumindest mit dem Upgrade. Und neu dazu gekommen ist nicht nur Vlog, sondern V-Gamut. Sprich, das ist, wenn ihr sie als Zweitkamera nutzen wollt, für die Cinema Varicam zum Beispiel, da könnt ihr die natürlich perfekt aufeinander abstimmen und ihr könnt auch die Varicam LUTs zum Beispiel nutzen. Auch das geht. Bei vielen Videoformaten wird der Codec H264 verwendet, der ist sehr, sehr weit verbreitet. Bei einigen allerdings auch H265 und das allerdings nicht als zusätzliche Option wie bisher, sondern wirkt fest. H265, was heißt das? Also es ist der neuere Codec, dann ist er doch auch besser, oder? Ja? Ja. Jein. Also es ist eine höhere Kompression, bei aber einer sehr guten Qualität sind die Dateien trotzdem kleiner. Das ist der Vorteil, also in der Kamera ein großer Vorteil, Speicherplatzbedarf, großer Vorteil, aber beim Computer, da braucht ihr eine höhere Rechenleistung und das kann natürlich sein, dass euer Computer dann in die Knie geht im Schnitt und dass ihr dann eventuell mit Proxy-Dateien arbeiten müsst. Und da müsst ihr natürlich dann gucken, entsprechend schafft euer Rechner das oder wenn er das nicht schafft, habt ihr Probleme damit, das vorher als Proxy-Datei umzurechnen. Ansonsten guckt euch an, in welchen Formaten filmt ihr und ist das für euch relevant oder nicht. Dual Native ISO. Im Cinema-Bereich gibt es da einige Kameras, die das entsprechend können. Im Full-Frame-Bereich, in dieser Preisklasse, ist es, soweit ich weiß, auch die einzige. Was heißt das? Normalerweise habt ihr ja, kennt ihr sicherlich ISO 100, ist das Beste. Oder je nachdem, was die native ISO-Empfindlichkeit des Sensors ist. Oft ist es 100, ist das Beste. Und sobald ihr höher geht, nimmt das Rauschen langsam zu und auch die Dynamik nimmt langsam ab. Das liegt daran, dass das Signal nachträglich einfach nur elektronisch verstärkt wird. Dual Native ISO heißt, es gibt nicht nur eine Verkabelung, sondern es gibt zwei Verkabelungen und ihr habt halt nicht nur dieses ISO 100, sondern ihr habt dann noch eine zweite optimale Einstellung vom Sensor und das ist dann nochmal ein zweiter Wert.
Also bei der S1H ist es zum Beispiel, hängt so ein bisschen davon ab, welche Einstellungen ihr habt, in was ihr filmt. Wenn ihr zum Beispiel in Cine-like D filmt, dann habt ihr zum Beispiel ISO 200 als Nativ und ISO 1250. Wenn ihr in Vlog filmt, habt ihr ISO 640 und 4000. Das sind so die beiden, in Anführungsstrichen, optimalen ISO-Werte. Was heißt das letztendlich? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit den ISO langsam hochgeht, also zum Beispiel in Cine-like D filmt ihr, mit ISO 200 geht ihr langsam hoch, dann seht ihr auf einmal einen Sprung bei 1250, wie auf einmal das Rauschen und vermutlich auch der Dynamikbereich nochmal wieder besser wird. Sprich, es macht mehr Sinn, auf 1250 zu filmen, als bei ISO 800. Dann, ne? Also sprich, Ergebnis eigentlich besseres Rauschverhalten und hoffentlich auch einen höheren Dynamikumfang in den höheren ISO-Werten. Gibt es jemand von euch, der tatsächlich anamorphic filmt? Also, wenn es so ist, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich glaube das fast nicht. Aber dann seid ihr bei Panasonic richtig, weil es sind, soweit ich weiß, auch die einzigen in der Klasse, die das können. Ihr braucht spezielle Objektive dafür, entsprechend, die in der Regel sauteuer sind, wo die Bildqualität in der Regel schlechter ist als bei anderen. Das heißt, in der Regel leiht ihr euch eher denn diese Objektive, als dass ihr sie kauft. Dafür habt ihr so ein ovales Bokeh im Hintergrund, wie ihr das vielleicht aus vielen Kinofilmen kennt, oder so spezielle Lensflares. Also es gibt dem Film schon so einen eigenen Look, den ich persönlich gar nicht so gut finde. Wo die Kamera euch aber dabei unterstützt, also die Anzeige auf dem Display ist korrekt, ihr könnt so dieses verzerrte Bild entsprechend wieder richtig darstellen. Auch der Bildstabilisator kann entsprechend eingestellt werden, dass er entsprechend passend zu dem jeweiligen Objektiv besser arbeitet. Wie gesagt, mich interessiert, wenn einer von euch so filmt, schreibt gerne mal in die Kommentare und sagt mir warum. Slow Motion könnt ihr variabel einstellen. Bis 144 Bilder pro Sekunde nutzt ihr noch den Full-Frame-Bereich und ihr könnt insgesamt bis 180 Bilder die Sekunde gehen, das entsprechend im Crop. Und sehr, sehr schön, bis 120p habt ihr noch einen Ton, den ihr entsprechend später nutzen könnt. Bildqualität Foto. Wollt ihr wirklich mit der S1H fotografieren? Also im Prinzip ist alles, wenn es um Fotografie geht, genauso wie bei der S1. Etwas weicher aufgrund des Tiefpassfilters, dafür etwas weniger Moiré anfällig, aber alles andere, wenn es um puncto Bildqualität geht, guckt euch mal ein anderes Video an, ist im Prinzip wie eine S1. Für wen ist die Kamera? Natürlich für alle, die gerne filmen. Interessant natürlich als B-Cam, wenn ihr eine Verricam habt. Gibt es jemanden, der zusieht, der eine Verricam hat? Würde mich interessieren. Dann natürlich, ich sag mal, für alle freien Filmer, Creator, auch YouTuber, natürlich eine schöne Kamera. Wenn ihr von der GH5 kommt, oder sprich, ihr wollt den Stabilisator von der GH5 haben und die Lichtstärke von der GH5S, das verbinden und dann nochmal zusätzlich den Aufstieg ins Full-Frame letztendlich wagen, dann ist das durchaus eine super vielversprechende Kamera. Das Sahnehäubchen wäre jetzt natürlich noch 50p, 60p im Full-Frame-Bereich, das hat sie denn leider nicht. Interner ND-Filter wäre natürlich auch toll gewesen, RAW-Video vielleicht auch, aber man kann natürlich nicht alles haben. Ansonsten, wenn ihr vorbestellen wollt, guckt in die Infobox. Ich sage nur, kaufe lokal. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!